Hi Leute, willkommen zu einem neuen Leben in Ungarn Video. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Es ist ziemlich starker Wind. Ich hoffe, das funktioniert hier mit externem Mikrofon. Heute geht es einmal um die Wasserversorgung in Ungarn. Und ja, in Deutschland und Österreich ist man ja gewohnt, dass die Wasserversorgung über unterirdische Speicher funktioniert. Also hauptsächlich in Österreich weiß ich es, dort sind unterirdische Wasserspeicher vorhanden. In Ungarn gibt es solche Wassertürme und dadurch wird die Wasserversorgung gewährleistet. So unterirdische Wasserspeicher gibt es hauptsächlich eigentlich nur in den großen Städten, also in Budapest weiß ich es, dort gibt es große unterirdische Wasserspeicher, aber sonst funktioniert alles über so ein Globus und da ist das Wasser hinten, also oben wird das gespeichert und durch den freien Fall hat dieser Globus bzw. ist dann der Wasserdruck ungefähr bei 2 Bar. Also wird die Wasserversorgung mit ungefähr 2 Bar garantiert. Wie weit dieses Globus und so weiter instand gehalten werden, weiß ich nicht. Also da habe ich schon zum Beispiel, wie wir unser Glasfasernetz bekommen haben, habe ich da vom Internetbetreiber bzw. vom Mitarbeiter des Internetbetreibers habe ich gehört, dass manche Wasserspeicher, also manche Globus, die haben ja da oben eine Antenne und ja, die vom Internet, die gehen ja auch darauf und arbeiten da oben und der hat gesagt, es sind auch solche Wasserspeicher dabei, die Löcher haben, wo dann Vögel reinfliegen, wo dann tote Vögel im Wasser herumschwimmen und ja, da ist es eigentlich ziemlich bedenklich, dieses Wasser zu trinken, auch ja, wenn das Wasser sauber ist. Es wird von diesem Video noch einen zweiten Teil geben. Da werde ich dann über die Giftstoffbelastung des Wassers in Ungarn zu sprechen kommen. Also ziemlich weit unten im Osten, dort ist es sehr häufig, dass solche Wasserspeicher nicht besonders gut instand gehalten wurden und dort ist auch die Wasserbelastung mit Schadstoffen extremer. Hier auf dieser Seite und in Grenznähe zu Österreich ist das weniger der Fall. Gibt es aber auch kleine Ortschaften, wo das Wasser, das Trinkwasser mit Schadstoffen belastet ist. Das schauen wir uns aber dann in einem anderen Video an. Da werde ich auch einen Wassertest machen. Ich habe es von Xiaomi, das ist eine chinesische Firma, habe ich einen Wassertester. Dort kann ich die Festbestandteile im Wasser testen und da werden wir dann einen Vergleich machen zwischen dem Trinkwasser aus so einem Globus und stillen mit einem Mineralwasser, also Mineralwasser ohne Kohlensäure. Das werden wir dann vergleichen, wie viel Feststoffe das da drin sind. Das kann ich damit testen, ob Giftstoffe bzw. Schadstoffe drin sind, kann ich im Wasser nicht testen. Da sollte man auch irgendetwas erfinden, damit man da selber das Wasser testen kann. Aber auf jeden Fall, die Wasserversorgung in Ungarn hauptsächlich nicht unterirdisch, sondern oberirdisch mit so einem Globus, beziehungsweise es ist ein Wasserturm, in Ungarn heißt es Globus, sagt man kurz dazu und ja, das wird auch für Internetantennen genutzt, weil eben die Infrastruktur schon vorhanden ist, da braucht man nicht eigene Internettürme bauen, sondern montiert oben das Wasser drauf und ja, strategisch, also im Kriegsfall, sicher nicht besonders logisch bzw. nicht so gut, solche Globen zu nutzen bzw. solche Wassertürme zu nutzen, denn von der Logik her, also im Kriegsfall, sollte es zu einem Krieg kommen, braucht man nur die ganzen Globus bzw. Wassertürme sprengen und damit ist in weiten Teilen Ungarns die Wasserversorgung nicht mehr gewährleistet und ja,
her, da bekommt man eigentlich dann schon die ersten Probleme. Also kriegstechnisch und strategisch nicht sehr gut solche Wassertürme. Auch von der Instandhaltung ist es sicher einfacher, so wie die Stromleitungen, die überirdisch verlaufen. Aber Schaden kann auch leichter auftreten als bei unterirdischen Kabeln oder unterirdischen Wasserspeichern. Denn doch unterirdische Wasserspeicher sind doch mehr geschützt, auch gegen Terroranschläge. Also wenn ich jetzt etwas mit dem Trinkwasser tun will, kraxle ich einfach hier auf so einen Wasserturm und haue irgendwas rein. Also strategisch nicht sehr logisch das Ganze, was man da in der Zeit des Sozialismus da gemacht hat. Aber was soll's? Wie gesagt, Wasserversorgung mit solchen Wassertürmen und ja, die Wasserbelastung kommt dann im nächsten Teil. So, das war es auch schon von diesem Video über die Wasserversorgung in Ungarn. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich freuen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video.